Wir haben jetzt schon wieder den nächsten Morgen und sind jetzt auch schon zu den Wasserfällen gefahren. Die heißen hier Hopkins Falls und wir haben die gestern in so einer Broschüre gesehen und die sahen echt gut aus. Und die werden wir uns jetzt anschauen. Übrigens, wir haben ja wieder bei so einer Rest Area geschlafen und da waren halt noch ganz viele andere. Ich glaube 6, 7 oder so. Und wir sind immer die Letzten, die losfahren. Also wirklich immer. Also ich weiß nicht, stehen die alle so früh auf? Wir schlafen einfach gut. Wir schlafen einfach lange. Also wir haben heute auch nur bis 9:30 geschlafen. Also was heißt nur, aber die anderen müssen dann immer richtig früh aufstehen, weil da war noch jemand mit so einem übelsten Zelt. Das muss ja auch erstmal abgebaut werden. Das heißt, die müssen schon 7 oder 6 aufgestanden sein. Da kommen wir uns immer richtig so langsam vor, weil wir halt immer die Letzten sind. Von der Perspektive sieht er natürlich echt cool aus. Und das Beste hier ist, man hat hier so ein Stativ. Und da haben wir jetzt mal eben ein paar Fotos gemacht. Oh, jetzt sieht die Red ein wahres Gesicht. Wir haben jetzt hier lecker gekocht. Wir haben zwar da ein bisschen gekleckert, aber egal. Und da gab es sogar Bockwürste im Aldi. Mega lecker und die schmeckt echt richtig gut. Und schaut euch mal an, wie schön das hier aussieht. Richtig idyllisch, sogar noch mit Wasser. Richtig angenehm und das Wetter ist auch richtig schön warm. Wir befinden uns jetzt an der Great Ocean Road und haben jetzt auch schon unseren allerersten Stau gemacht. Und gebt euch mal bitte diese Aussicht, das ist so unglaublich schön. Und genau so habe ich mir Australien immer vorgestellt. Und bis jetzt muss ich sagen, gefällt mir die Great Ocean Road sehr gut. Die Aufnahmen, die ihr gerade gesehen habt, waren die London Bridge. Nach dieser ganz kurzen Unterbrechung geht es weiter im Text. Und zwar war das die London Bridge. Und die ist 1990 eingebrochen. Also man konnte... 1990 hört sich an, ja. Na, wie denn sonst? 1990? Ja, das sieht besser an. Was? Jedenfalls ist sie eingebrochen und sonst konnte man eigentlich noch rüberlaufen. Und das Witzige ist, zu diesem Zeitpunkt, wo die eingebrochen ist, standen da 2 Touristen drauf und die mussten dann mit einem Hubschrauber gerettet werden. So ist das. Aber schon cool, also ich hätte es mega cool gefunden, hätte man da noch rauflaufen können, aber ist ja jetzt nicht mehr gegeben. Aber sieht trotzdem cool aus. Jedenfalls ist es hier wirklich sehr, sehr, sehr traumhaft schön. Also schon allein die Strände hier sind so unberührt und so richtig, richtig sandig mit richtig schönen Wellen. Bei den 12 Aposteln und so besonders waren sie jetzt nicht. Also ich fand die London Bridge zum Beispiel viel cooler oder dieses Loch, also diese Grotte. Viel sehenswerter meiner Meinung nach. Aber nun gut, wir gucken uns jetzt auch nicht mehr den Sonnenuntergang an, weil wir jetzt nämlich noch zu einer Rest Area fahren und die liegt halt ein bisschen weiter im Land und nicht direkt halt am Meer, weil alle Rest Areas oder Campingplätze kosten dort nämlich und das wollen wir nicht. Deswegen fahren wir jetzt halt, solange es noch hell ist, zu dieser Rest Area. Also ist jetzt auch nicht 1000 Kilometer weit entfernt, jetzt 30 Kilometer nur, also geht voll klar. Und dann werden wir mal schauen, was wir morgen noch machen. Also wir werden auf jeden Fall morgen logischerweise die ganze Great Ocean Road noch weiter lang fahren. Aber was es da zu sehen gibt, wissen wir es noch nicht. Wir gucken dann nämlich parallel mal bei Wikicamps, was halt gut bewertet ist und dann entscheiden wir, ob wir da anhalten oder nicht, weil man kann an sich bei 1000 Sachen anhalten und man kann auch 1000 Walks machen, aber ja.
heute Morgen sind wir von unserer Rest-Area wieder losgefahren. Die lag ja ein bisschen innerhalb. Innerhalb? Ist das richtig? Wir sind ja heute von unserer Rest-Area losgefahren und der Weg war echt richtig kompliziert, so gesagt. Denn die Kurven waren so eng, also wirklich, da, wenn ein Auto entgegengekommen wäre, dann wäre das richtig problematisch geworden, weil da war einfach gar kein Platz für noch ein Auto. Also weiß ich gar nicht, wie die es verantworten wollen, wenn da mal ein Unfall passiert. Also, Und es war richtig steil, es geht bergauf, bergab, sehr eng und kurvig. Fazit, ich habe es irgendwie geschafft, uns da sicher rauszufahren. Und dann sind wir auch direkt zu anderen Wasserfällen wieder gefahren. Und es war die schönsten Wasserfälle, oder besser gesagt, der schönste Wasserfall, an dem wir je waren in Australien auf jeden Fall. Weil der war halt richtig schön groß und hoch und so richtig, der lag halt so schön in so Tropen praktisch. Also sah zumindest so aus wie Tropen. Also war so ein richtiger Traumwasserfall, kann man schon sagen. Und Tobias hat auch gesagt, dass es der schönste war von allen, die wir bis jetzt gesehen haben. Und danach sind wir dann weitergefahren, halt wieder direkt zur Great Ocean Road. Und es ist halt echt richtig traumhaft schön, da lang zu fahren, weil man fährt halt wirklich direkt am Meer. Und das Meer ist einfach wunderschön. Man sieht wunderschöne Klippen, wunderschönes Meer, habe ich gerade schon gesagt. Und es ist halt richtig schön blau und richtig nett. Dann haben wir noch irgendwo angehalten, wo man halt gut Koalas beobachten konnte. Aber im Endeffekt haben wir uns eher für die Papageien. Ich weiß gar nicht, es waren glaube ich gar keine Papageien. Aber es waren richtig schöne bunte Vögel. Dafür haben wir uns dann irgendwie eher interessiert, weil man konnte die auch so richtig cool. Also wenn man den Arm so hingehalten hat, sind die halt auf den Arm geflogen. Ich blende da mal eben ein Foto ein. Und es war echt richtig cool. Also viel cooler als Koalas. Niemand hat sich mehr für die Koalas interessiert, sondern nur noch für diese Vögel. Und da waren süße Entenbabys. Jo.